Robert Hartigen, Disco-US-Weltmeister Berlin 2009. Autor die seltsam Gänzi. Eigentlich hatte Robert Hartigen eine Lederjacke tragen müssen, als er am Mittwochabend im Berliner Olympiastadion den Diskus 69,43 Meter weit schleuderte. Denn vermutlich war es ein Akt der Rebellion, dass er mit diesem gewaltigen Wurf, seinem sechsten Weltmeister, wurde. Komma bei James Dean Wirtz. Ein Mythos, sagte jedenfalls Eike Emrich, Vizepräsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes, UNDBI Robert Hartigen. Soll's ein Disziplinarverfahren werden? Damit spielte er, nach dem großen Wurf des riesenhaften Berliners und dessen Verbalinjurien, auf die Ikone des ewigen Halbstarken an. Der Titel von dessen berühmtestem Film jeden Fattels, J. Rebel i Tod. Akas, passt großartig zu Robert Hartigen und seine Artikel. Auf Deutsch heißt er, denn sie wissen nicht, was sie tun. So mitgenommen die Punkt irfte selten ein Weltmeister gewesen sein wie der 135 Kilogramm schwere Athlet am Donnerstag früh. Hartigen bekam kaum die Augen auf. Nach der mit Empfang und Disco, mit Champagner und Wodka durchfeierten Nacht. Und den Mund kriegte er schon gar nicht auf. Am Mittwochabend hatte er das Publikum, 30.000 im Berliner Olympiastadion und Millionen vor den Fernsehgeräten. Lang gif art den as ena uf seinen besten Wurf, dann katapultierte er sich vom zweiten auf den ersten Platz und ließ seine Giftile explodieren. Er zerriss sein Nationaltrikot. Mit einer Lederjacke wäre das schwieriger gewesen, packte das überlebens große Maskottchen, hob es mühelos hoch und ließ es an den Beinen über sein Quadratmeter großes Kreuz baumeln. Er kam gleich angerannt und haute mir seine Pranke ins Gesicht, brummte er später. Den musste ich erstmal wässrumen. Schließlich spurtete der 24-jährige Berliner mit aller Kraft die Gegengerade hinunter und versuchte mit mächtigen, übermütigen Sprüngen die Kamera zu erreichen, die an Kabeln dicht über der Bahn läuft. Dabei machte sein Kreislauf schlapp. Hartigen hatte sich im Überschwang vergaloppiert. Das passierte ihm nicht zum ersten Mal und war eine Kleinigkeit im Vergleich zu dem, was er sich zwei Tage zuvor geleistet hatte. Emrich versuchte ihn am Donnerstag rauszupauken. Was Robert sagen will, hob der Soziologieprofessor an, und es folgten wortreiche Erklärungen dafür, dass man von einem Athleten, in der Hitze des Gefechtes und, im psychischen Ausnahmezustand, nicht erwarten könne, als, Diplomat im Trainingsanzug und abgeklärt zu sprechen. Danke, sagte Hartigen in die folgende Sprachlosigkeit. Du kannst einfach besser reden als ich. Trotzdem muss nicht nur Doppelpunkt der Rossewurf von Hartigen gewürdigt werde, sondern auch sein Versuch eine Entschuldigung. Alle, die sauer auf mich sind, bat er am Mittwochabend im Stadion, ihm zu verzeihen. Am Donnerstagmorgen klang das Ich muss dann hier noch Punkt sagen, dass ich teilweise ein bisschen enttäuscht bin, dass man das Enklave nie absichtlich auch falscher aufgefasst hat. Ich werde daraus ernen und muss mich bei dieser Gelegenheit für die Aussehrungen entschuldigere. Da stehe ich auch zu. Und dann erklärte er, dass es doch auch menschlich sei, zurück zu bedingter Trennstrich schlagen,
Wenn man nach anderthalb Jahr bedingter Trennstrich-Rennvorbereitung vor dem wichtigsten Wettkampf gestört und genervt werde. Da hatte Harting im Geiste wieder seine löbedingter Trennstrich der Jacke an. Im Internet waren Harting und sein Trainer Werner Goldmann im Trainingslabedingter Trennstrich gär auf die Nachricht gestoßen, dass Gerd Jacobs den Ausschluss von Harting aus der Mannschaft gefordert habe. Eine Falschmeldung zwar, doch Jacobs ist eine Reizfigur, seit er vor den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr, da galt im deutschen Sport noch die inzwischen überbedingter Trennstrich holte Devise, dass Bundestrainer niemals mit Doping in Berührung gekommen sein durften, im Fernsehen bekannt machte, dass Goldmann ihm in der DDR muskelbedingter Trennstrich bildende Hormone verabreicht habe, obbedingter Trennstrich wohl er nicht volljährig war. Das kostete Goldmann fast die Anstellung unterbedingter Trennstrich hing fast seinen Trainer. Er hoffe, dass sein Diskus gegen eine von den Anti-Doping-bedingter Trennstrich-Brillen springe, die die Doping-Opfer fairbedingter Trennstrich halten, brach es aus Harting heraus, als er im Stadion auf Journalisten traf. Warum einen Athleten bestrafen, der in sich geht und sich entwickelt? Fragte Vizepräsident Emrich. Präsident Klebedingter Trennstrich Menz Prokop beharrte dagegen im frühbedingter Trennstrich Stücksfernsehen, Auge in Auge mit dem Riesen, darauf, dass Gold und entschuldigbedingter Trennstrich Gung eben nicht alles erledigt hätten. Man müsse nach der WM unbedingt spreebedingter Trennstrichchen, sagte er, und Harting stimmte zu. Er hatte schon vor Wochen angekündigt, dass er nichts von Prokops Arbeit halte und dessen Rücktritt fordern werde. Wie er Nerven und Rivalität einsetzt, zeigte Harting auch bei seinem titelgebedingter Trennstrich-Win. Mit dem ersten Wurf, 68,25 Meter weit, habe er erstmal seinen Vize-Weltmeisterbedingter Trennstrich-Titel von Osaka verteidigt, sagte er. Dann sei es darum gegangen, dass niemand ihm das Berliner Olympiastadion wegnehme. 67,04 Meter und 2x67,80 Meter warf er, hatte einen ungültigen Versuch, und griff dann zum Äußersten. Ich habe mich innerlich erstmal verprügelt, verriet er. Dann nutzte er mit einem Urschrei seine letzte Chance zu einem gewaltigen Wurf, wie er ihm noch nie in seinem Leben gebedingter Trennstrich gelungen war, bis auf 57 cm an die Marke von 70 Meter heran und vor allem 28 cm weiter als der beste Wurf des von Anfang an führenden Polen Piotr Malachowski, 69,15 Meter. Dann gehörbedingter Trennstrich denn das Olympiastadion und die ganze Welt ihm. Er konnte die Lederjacke aus ziehbedingter Trennstrich denn.